Wie du Konflikte meisterst. Herzlich willkommen bei Starke Kinder, starke Zukunft. Mein Name ist Daniel Dudek und ich freue mich, dass du auch heute wieder hier auf meinem YouTube-Kanal eingeschaltet hast. Das Thema ist Konflikte meistern. Und an dieser Stelle möchte ich dazu einleitend sagen, dieses Video ist für euch als Eltern spannend, aber auch für Kinder und Jugendliche. Das heißt also, wenn ihr Eltern seid, zeigt das Video gerne auch den Kindern und Jugendlichen. Wenn du Jugendliche oder ein Kind bist, herzlich willkommen. Geil, dass auch du hier vorbeischaust und dir die Inhalte reinziehst. Ja, fangen wir vorne an. Das Wichtigste, glaube ich, damit wir Konflikte meistern können, ist eine Einstellungssache, die wir im Kopf haben. Und das ist einfach, dass jeder Mensch eine eigene Meinung haben darf und dass es auch okay ist, wenn Menschen eine andere Meinung haben als wir. Weil damit geht es schon los. Viele Konflikte in der heutigen Zeit basieren darauf, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, eine Meinung, die anders ist als die eigene, auszuhalten. Sie empfinden es immer als einen Angriff gegen sich und ihre Persönlichkeit, wenn jemand einfach sagt, du, da bin ich anderer Meinung. Und im Kern ist es ja gar nicht so. Also, keine Ahnung, was nehmen wir mal? Lenny, bist du Fußballfan? Nicht so richtig, ne? So, Lenny zum Beispiel hat die Meinung, Fußball ist kein interessanter Sport. Überspitze ich jetzt mal ein bisschen. Ich bin der Meinung, Fußball ist übelst interessant. So, das heißt, jetzt haben wir ja beide verschiedene Meinungen zu einem Thema und trotzdem sind wir ja cool miteinander. Aber gerade wenn es dann so auch teilweise in so Richtung Ernährung geht, in Richtung, womit verbringst du deine Freizeit, in Richtung Medienkonsum, in Richtung Erziehung, in Richtung Beziehung, also alles so emotionalere Themen, Fußball ist ja auch ein emotionales Thema eigentlich, aber da können es die Leute noch halbwegs aushalten, aber wenn es dann so wirklich so in deepere Themen geht, da halten die Menschen aus meiner Erfahrung jetzt aktuell und meine Beobachtung einfach nicht mehr aus, dass es auch eine andere Meinung zu ihrer Meinung geben darf und dass das kein Angriff gegen die eigene Persönlichkeit ist, sondern einfach nur der Tatsache geschuldet ist, dass Menschen nun mal Individuen sind. Und das predigt ja auch jeder. Wir sind individuell. Aber das scheint heutzutage nur noch für einen selber zu gelten, weil wenn dann der andere zu individuell ist, dann ist das auch nicht mehr gut. Und das ist natürlich eine Einstellungssache, einen Konflikt zu meistern mit dem Mindset, meine Meinung ist richtig und die andere nicht, ist nicht möglich, weil du engstirnig bist. Und Engstirnigkeit hat noch nie dazu geführt, dass man in irgendeiner Weise Konflikte meistern kann, weil ja niemand bereit ist, überhaupt mal die Perspektive des anderen anzunehmen. Also Step 1, um Konflikte zu meistern, ist, erlaube dir, dass andere eine andere Meinung haben dürfen als du und dass das kein Angriff auf deine Person ist. Das musst du für dich einfach klarkriegen. Meine Meinung ist besser als deine Meinung, ist, glaube ich, so ein Thema, was heutzutage viele haben. Gerade in Zeiten von Social Media, wo es mittlerweile, so ist meine Beobachtung, auch nicht mehr darum geht, zum Beispiel die eigene Meinung argumentativ weiterzuentwickeln, sondern es immer eher darum geht, die Meinung des anderen, die mir jetzt in diesem Fall nicht passt, abzuwerten und klein zu machen. Also sprich, wenn ich jetzt ein Anhänger von Paleo bin, also es ist eine Ernährungsform, so steinzeitliche Ernährung, und dann gibt es ja zum Beispiel noch die Mittelmeerdiät oder dann gibt es ja noch vegetarisch und was auch immer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Paleo-Anhänger bin und jemand anderes sagt, nee, Paleo ist ganz, ganz schlecht, weil Punkt, 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 dann ist es mittlerweile häufig so, dass anstatt jetzt zu überlegen, wie kann ich einfach noch mehr die Vorteile von Paleo rausarbeiten, wird einfach darüber gesprochen, was aber an der Ernährungsweise des anderen ja verkehrt ist. Das heißt, es wird probieren, einfach die Meinung des anderen runterzureden und klein zu machen, anstatt seine eigene Meinung so weiterzuentwickeln, dass sie einfach argumentativ mehr überzeugt. Aber dafür müsste man sich jetzt ja hinsetzen und sich richtig mit etwas beschäftigen und nicht einfach nur pöbeln. Und das, wie gesagt, beobachte ich leider auch aufgrund natürlich von Social Media und wir sind hier ja auf einem YouTube-Kanal. Ja, wie gesagt, die Meinung des anderen wird klein gemacht und nicht die eigene Meinung weiterentwickelt. Wenn du Konflikte meistern willst, geht es aber vor allem auch darum, dich selber weiterzuentwickeln und deinen Standpunkt so zu vertreten, dass Menschen ihn verstehen und einfach mit guten Argumenten, schlüssigen Fakten und solchen Dingen zu überzeugen, anstatt einfach nur darüber zu reden, warum der andere nicht recht hat. Schritt 2. Du solltest in der Lage sein, dem anderen zuzuhören. Heißt also, du lässt die andere Person reden, du probierst mal, deren Standpunkt zu verstehen. Ich mache das mal an einem Beispiel. Wir hatten das ist jetzt in unserer Ausbildung, die Starke Hunde Muckis Trainerausbildung. Da hatten wir jetzt vor einiger Zeit jemand, der in die Ausbildung kam,
Der war total happy und dann kam der in einen Ausbildungscall, so nennt sich das bei uns. Davon gibt es jeden Tag letztendlich einen, bis auf sonntags. Also jeden Tag kann man mit uns oder dem, also mit mir oder dem Trainerteam reden, zu festen Zeiten und einfach alle Fragen stellen, die man hat. So, und da gab es einen Call, das war in diesem Fall ein Call, da gab es eine Frage zum Thema Erfolg und Vertrieb, weil auch das natürlich ein Teil der Ausbildung ist. Wenn ich möchte, dass Kinder von meinen Kursen profitieren, muss ich sie ja irgendwie vermarkten können, muss ja zum Beispiel auch Kitas oder Schulen davon überzeugen, dass sie mich buchen. Und jetzt kam diese neue Trainerin rein und hat halt nur dieses Vertriebsthema gesehen. Dass es in dem Call auch noch um ganz viele andere Dinge geht, ist logisch, aber das war halt eine Frage, die konkret von einer Trainerin war, also antworte ich ja auch konkret drauf. So, und jetzt hat die das gesehen und dachte, hey, ich dachte, hier geht es wirklich darum, Kindern zu helfen und nicht nur darum, was zu verkaufen. Was faktisch auch richtig ist, es geht darum, Kindern zu helfen, aber Verkauf gehört halt irgendwo dazu. So, jetzt kriegen wir eine Mail und so, ey Mensch, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich wollte den Kindern helfen und nicht einfach nur Vertrieb lernen. So, und dann habe ich so gesagt, okay, pass auf, ich möchte mit denen telefonieren. Und jetzt habe ich einfach erstmal 15 Minuten oder 20 Minuten erstmal nur zugehört, was deren Sichtweise war. Weil ich wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, dass das eine sehr eingeschränkte Sicht dieser Dame ist. Weil ich ja weiß, dass es vielleicht 20, 15, 20% um Erfolg und auch Vertrieb und sowas geht, aber der Rest sich nur um die Kinder und die Stärkung von Kindern dreht. Das heißt, ich weiß ja, dass die Aussage im Kern falsch ist. Jetzt könnte ich also das Telefonat führen mit dem Gedanken, der jetzt zu zeigen, wie falsch deren Meinung ist. Ich bin aber in das Gespräch reingegangen mit dem Wunsch, ihre Sichtweise zu verstehen. Wie kommst du darauf, dass es hier nur darum geht und warum kannst du aus 20 Minuten, wo du dich irgendwo einwählst und dann wieder verschwindest, eine solche Meinung haben? Und dann habe ich zugehört und ich war auch überhaupt, ich wollte sie gar nicht, die Person gar nicht davon überzeugen, dass es falsch ist, was sie sagt. Ich wollte einfach erstmal ihre Sichtweise verstehen. Dann habe ich ihr meine Sichtweise erklärt und das Problem war sofort aus der Welt, weil sie hat gesagt, stimmt, da habe ich ein bisschen vorschnell reagiert, da hätte ich vielleicht auch einfach mal ein bisschen länger drin bleiben sollen und da hätte ich das ja gesehen. Das heißt, der Konflikt, der hätte eskalieren können, der ist überhaupt nicht eskaliert, weil, und das ist immer der zweite Punkt, ich zugehört habe. Anstatt jetzt sofort wieder meine Meinung zu sagen und das als falsch darzustellen, was die andere Person sagt, probiere ich erstmal komplett zu verstehen, wieso kommt sie denn überhaupt auf ihre Meinung? Übertragen auf Konflikte in der Familie, im Freundeskreis, was auch immer. Anstatt wieder zu sagen, ey, nein, 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 erzähl mir jetzt bitte hier nichts von dieser Paleo-Geschichte, von dieser steinzeitlichen Ernährung, das ist eh alles Quatsch. Da gibt es nämlich auch schon 15 Studien für, warum du dir damit dein Leben kaputt machst. Hör doch erstmal zu, warum der die steinzeitliche Ernährung macht. So, und wenn du dann am Ende immer noch anderer Meinung bist, dann kannst du ja immer noch sagen, hey, du, finde ich total cool, dass du da für dich eine bewusste Entscheidung getroffen hast. Ich sehe das aus den und den und den und den und den Gründen anders, aber hey, ist ja dein Leben. Und dann eben nicht den anderen probieren, wieder zu bekehren von seiner eigenen Ernährungsweise, Mittelmeerdiät, vegetarisch, was auch immer, sondern einfach zu respektieren, Menschen dürfen unterschiedlich sein. Wie gesagt, alle predigen Individualismus, solange bis jemand vor ihnen steht und wirklich mal individuell ist, also anders. Ja, die ganzen Menschen, die zum Beispiel sich einem alternativen Lebensstil verschrieben haben, sie tun das ja häufig aus Individualismus. Wenn dann aber jemand sagt, hey, ich bin auch individuell und ich stehe halt nicht auf alternativen Lebensstil, sondern ich bin Kapitalist, dann sagen die Alternativen, ich überspitze es jetzt, ja, der Kapitalist, der ist ja nicht im Recht, das ist ja falsch, was er macht. Das heißt, die Individualisten, die wollen individuell sein, aber auch nur in ihrer kleinen Welt. Alles, was außerhalb ihrer Welt ist, ist dann nämlich nicht mehr gewünscht und soll auch nicht mehr individuell sein, sondern alle sollen so individuell sein, wie man selber glaubt, dass Individualität gut ist. Das hat aber nichts mit Individualität zu tun. So, das ist einfach nur, ich habe eine Meinung und die muss jeder teilen. Wenn du Konflikte meistern willst, erster Schritt, erlaube Menschen eine eigene Meinung und nimm die Meinung eines anderen gar nicht als Angriff gegen dich. Wir haben hier zum Beispiel im Team, zum Beispiel die Anna, die die Social Media Kanäle auch pflegt, wir haben immer mal wieder innerliche Diskussionen, wo wir auch unterschiedlicher Meinung sind. Wir sind trotzdem cool miteinander. Wir können trotzdem voll gut miteinander arbeiten und mögen uns auch, wenn wir manchmal innerhalb der Sache unterschiedliche Standpunkte haben. Ja, ist doch nicht schlimm. Ich probiere Anne dann nicht zu bekehren, sie probiert nicht mich nicht zu bekehren und da mein Gesicht hier vorne nur mal zu sehen ist, muss ich natürlich dann auch die Dinge sagen, für die ich stehen kann. So, und zum Beispiel die Nicole, die wird hier nach und nach auch Videos machen, die vielleicht manchmal Sachen auch ein bisschen anders sieht. Und dann kann sie ihre Punkte machen. Und das kann ich dann auch aushalten, wenn sie zum Beispiel mal was anders sieht als ich. Weil Menschen sind Individuen.
Und das dann, wie gesagt, nicht als Angriff gegen sich selber sehen. Das ist Step 1. Und Step 2 ist einfach, dass du wirklich zuhörst, dass du probierst, auch mal die Sicht jemand anderes zu verstehen, bevor du ihn dann wieder probierst zu belehren und zu bekehren und zu, ja, was auch immer, therapieren. Hör den Menschen wirklich zu. Erkenn ihren Standpunkt. Und dann wirst du merken, sobald ein Mensch merkt, dass du zwar eine eigene Meinung hast, aber auch ihren Standpunkt verstehen und respektieren kannst, ohne ihn, wie gesagt, zu übernehmen, dann ist gar kein Problem. Dann haben Menschen unterschiedliche Meinungen und man kann trotzdem glücklich miteinander leben. Und nur mal angenommen, das so als Abschlussfazit. Wir als Gesellschaft würden lernen, dass jeder seine Meinung und seine Einstellung haben darf und solange dadurch niemand verletzt oder zu Schaden kommt, das auch okay ist und wir nicht immer andere davon überzeugen müssen, dass wir ja im Recht sind. Was würde das bedeuten? Die Frage kannst du für dich einmal beantworten. Wie siehst du das? Gehst du offen mit den Meinungen anderer Menschen um? Probierst du schon eher so ein bisschen zu bekehren? Wie geht ihr mit Konflikten um? Also gerne wieder in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze handhabt. Und wenn ihr als Familie lernen wollt, wie man Konflikte meistert, wie man auch zu Hause mehr Harmonie hat, wie man aber auch Konflikte auf dem Schulhof oder der Straße so bewältigt, dass Mobbing der Vergangenheit angehört, dann komm auf unsere Tour. Wir gehen 2020 in 6 Städte, von Hamburg über, also die Reihenfolge ist jetzt vom Termin nicht richtig, aber von Hamburg nach Berlin, nach Hamm, nach Frankfurt, Stuttgart und München. Genau, das Ganze zwischen März und Mai 2020. Tickets gibt es auf www.starkauchohnemuckis.de/tour2020. Und für dich als YouTube-Abonnent gibt es einen extra Rabattcode. Du kannst 10% auf alle Ticketkategorien sparen, wenn du einfach unten im Bestellformular eingibst, YouTube 2020. Das ist nämlich ein Rabattcode, der dann automatisch 10% von den Investitionen zum abzieht. Es lohnt sich vorbeizukommen, schau dir die Internetseite an, überzeug dich selbst. Wir helfen dabei, dass Kinder eine glückliche Kindheit haben, ohne Mobbing und üblen Stress. Würde mich freuen, wenn auch dein Kind und du davon profitieren werdet. In diesem Sinne, habt eine tolle Zeit und meistert eure Konflikte. Vielen Dank, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn du weitere Videos sehen möchtest, dann werden hier irgendwo jetzt weitere Videos oder Playlists eingeblendet. Wenn du Interesse daran hast, Kinder wirklich dabei zu unterstützen, eine glückliche Kindheit zu haben, ohne Mobbing und üblen Stress, dann komm in unsere Ausbildung. Wir bilden dich vollumfänglich zu einem erfolgreichen Kinder- und Jugendcoach aus. Weitere Infos bekommst du auf www.starkauchohnemuckis.de. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Hier siehst du meine weiteren Social-Media-Kanäle. Guck gerne auf Facebook oder Instagram vorbei oder hör meinen Podcast. Ich danke dir für deine Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video.